Willkommen zurück, meine verehrten Pokémon-Kartenspieler. Ich begrüße euch zu einem neuen Part vom Pokémon Trading Card Game 2. Und im heutigen Part nehmen wir uns Nummer 4 vor. Und ich habe mal ein bisschen in das Deck geschmökert, was uns der gute Murray gegeben hat. Ich habe seinen Namen auf Deutsch vergessen, ist mir auch egal. Und ich muss sagen, es sind ein paar interessante Karten dabei. Aber ich denke, da könnte man noch ein bisschen was machen. Vor allem Random Evoli. Haben wir Blitzer oder warum? Oh ja, wir haben tatsächlich Blitzer. Interessant. Okay. Unser Deck ist eine Mischung aus Elektro und Psycho. Das heißt, es wäre natürlich nicht verkehrt, uns darauf zu stützen, dass das vermutlich die vitale Information ist, um gegen Grin Nummer 4 zu kämpfen. Ich denke, ich würde jetzt mein Pflanzendeck hier auflösen. Damit wir von den ganzen Karten, also vor allem den Trainerkarten, Gebrauch machen können. Super Potion kekig. Energy Removal kommt rein. Energy Search definitiv. Mindestens zweimal Eich. Potion brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Switch ist immer gut zu haben. Mindestens zweimal würde ich da jetzt erstmal reingehen. Und viermal Bill. Okay. Die Energiekarten lasse ich erstmal ganz kurz so und werde mir dann gleich überlegen, wie ich das mache, wenn ich das Deck angepasst habe. Zuallererst Zapdos muss rein. Wir wollen Zapdos spielen. Dann nehmen wir natürlich das coole Electek. Das hier ist auch nicht so schlecht, denke ich, aber das coole Electek hier, das hat halt den Angriff Thundershock. Das ist basically ein bisschen besser als das hier. Mit 10. Und der Thunder Punch auf 30, der hat zwar den Drawback, mit dass es sich selber potenziell 10 Schaden macht, aber es macht auch potenziell 40 Schaden am Gegner. Das heißt, das Electek ist halt sehr, sehr gut. Ich würde sogar das ganz rauskicken. Weil wir haben mit Zapdos auf jeden Fall ein Pokémon, was viel zu viel Setup benötigt. Und deshalb, ja, verlassen wir uns einfach mal darauf, würde ich sagen. Das Raichu, das ist nicht das coole Raichu, verdammt. Quick Attack und Thunderbolt. Thunderbolt macht uns wahrscheinlich allen Schaden. Nee. Es tut alle Energiekarten verschwenden. Schade. Lippecoin Fels detect das 20 additional damage. Das ist okay. Was sagt unser Microwave? Choose one of your opponent's Pokémon in play and do 20 damage to it. Flip a coin, if heads, choose one energy card attached to that Pokémon and discard. Oh. Der zweite Effekt ist böse. Okay. Aber ich denke, wir verlassen uns einfach erstmal auf Zapdos und auf die Pikachu-Raichu-Gruppe. Oder wir kicken Pikachu-Raichu und gehen einfach auf Electabuzz. Oder Jolteon. Okay, ganz anders. Wir gehen auf Jolteon. Wir nehmen die beiden Electabuzz. Wir machen das jetzt so, dass wir entschuldigt, die Evolis verwenden. Lohnt sich das denn? Ich glaube, ich bleibe bei dem normalen Evoli. Wir könnten noch zwei Snorlax reintun. Wir sind auch mehr eine Art Platzhalter. Okay, jetzt gucken wir hier rein. Abracadabra. Und dann haben wir Ghastly Haunter. Und wir haben Jinx. Was macht Jinx eigentlich? Pound und Double Slap. Double Slap und Meditate. Ich glaube, das gefällt mir mehr, dieses Jinx. Und wir nehmen auf jeden Fall das Mewtwo mit rein. Wie steht es um Hypno? Dark Mind und Prophecy. Okay, interessant. Für Opponent has and choose one of them, discard. This attack does 10 damage. Okay. Warum nicht? Warum denn nicht? Dann würde ich Haunter und Ghastly ganz kicken. Und dieses Kadabra ist ziemlich gut.
Deshalb würde ich sagen, wir belassen es dabei. So, und jetzt reduzieren wir hier mal ein bisschen. Ja, und ich denke, das passt. Save the Stack, yes. Und schauen wir mal, wie gut das Deck gegen Wirre Nummer 4 läuft. Well, well, you were victorious, weren't you? Big deal, I'm super strong myself, so you'd best be ready to lose. Na dann. Ich bin gespannt, ob wir Gerin Nummer 4 tatsächlich mit dem Deck, was uns gegeben wurde und angepasst wurde, logischerweise, besiegen können. Oder ob wir vielleicht auch wieder zu unserem alten Deck zurückgehen möchten. Evoli ist schon mal ein interessanter Anfang. Aber leider gar nicht mal so gut für uns gerade. Enton. Okay, ich sehe jetzt wieso Elektro. Ich verstehe, ich verstehe. Dann starten wir mit einem Tail Whip. Schade, war nix. Damn, Bill im Bill. Sepa, okay. Noch ein Enton. Und du kannst eine Karte ziehen. Okay. Traumato ist schon mal ein gutes Pokémon zu ziehen. Ah ja, und du brauchst eine Wasserenergie, verstehe. Und wir bereiten erstmal weiter Evoli vor, weil jetzt können wir nämlich mit Quick Attack potenziell 30 Schaden machen. Und wir machen das auch sogar, sehr schön. Das heißt, mit ein bisschen Glück haben wir im nächsten Zug Psyduck down. Und wir rissen erstmal Drowsy aus. Machen einen weiteren Quick. Leider nicht, schade. Aber dafür haben wir jetzt garantiert im nächsten Zug down, falls er es nicht heilen sollte. Okay, Simon. Vielleicht können wir auch Jolteon ziehen. Das wäre sehr cool. Oh, Abra. Das ist sehr gut, dass wir Abra gezogen haben. Mit Abra haben wir natürlich direkt die Stellvorlage für Kadabra. Und Kadabra hat halt sehr wenig Setup für einen 50er-Angriff. Das ist sehr, sehr gut für uns. Waterbomb. If Sidra has extra water energy cards attached that are not used to pay for this attack's energy cost, you may do 10 damage to any of your opponent's benched Pokémon. Okay. Hast du, glaube ich, nicht. Nee, du hast nur das. Alles klar. Das heißt, wir haben noch mindestens einen weiteren Zug, den Evoli überleben wird. Sehr schön. Zapdos. Cool. Aber wir müssen erstmal Kadabra vorbereiten. Das hat Priorität. Wir brauchen halt unbedingt den Super Psy. Okay. Nicht schlimm. Ne, warte. Du hast 70. Verdammt. Das ist ein bisschen schlimm. Oh. Okay, jetzt kannst du 10 Schaden an irgendwas im Hintergrund machen. Wahrscheinlich an meinen Kadabra, oder? Also an meinen Abra. Natürlich. Was auch sonst. Gut. Aber Kadabra ist jetzt Battle Ready. Und wir kommen mit einem Quick Attack durch. Das ist sehr gut. Schade natürlich, unser Kadabra nimmt jetzt noch einmal weiter Schaden. Das heißt, wenn er irgendeine Möglichkeit hat, 40 Schaden... Oh, never mind. Okay. Nehme ich. Beschwere ich mich mal nicht. Ah, wir hätten als nächstes Hypno gezogen. Verdammt, das hätte ich sehr gerne gehabt. Na gut. Bereiten wir Zapdos vor. Und ich würde sagen, wir hauen Drowsy weg dafür, dass wir die beiden Elektroenergie wieder zurückbekommen. Und jetzt kommt Super Psy. Und damit holen wir das Seemon vom Feld. Pokémon Trader. Sehr schön. Sehr schön. Das Jinx hat nur 50. Okay, nur jetzt mein Drowsy rein. Cold Breath. Flip a coin and fads the defending Pokémon is now asleep. Das ist okay. Wenn mein Drowsy hier drauf gehen sollte, dann ist das nicht so schlimm. Oh. Weakness? Oh. Oh, okay, verstehe, ja. Gut. Na, egal. Wir bereiten gemütlich unser Zapdos vor, machen einen One-Shot aus dem Jinx.
Warum auch immer, das nur 50 KP und ich nehme das. Oh, wir hätten sowieso gewonshottet. Damn. Noch ein Jinx. Grille Nummer 4 mag seine Jinx, beziehungsweise ihre. Ich glaube, Grille ist ja eine Dame, wie sich das ja herausgestellt hatte. Naja, Psyduck weg. Wieder ein Kill. Ganz gemütlich gemacht. Energy Surge. Und da kommt Mew. Mew ist natürlich ein bisschen fies jetzt uns gegenüber. Ja, wir haben auch Weakness. Das war gar nicht gut. Das ist absolut nicht gut gewesen. Naja gut, Mew hat glücklicherweise nur 60 Leben. Das heißt, wir können auch irgendwie damit klarkommen. Machen Thunder. Okay. Ich weiß nicht, ob wir gerade Glück gehabt haben. Ja, wir haben... Nein, wir haben kein Glück gehabt. Verdammt. Und Mewtwo. Sehr schön. Energy Removal. Das ist fies. Nicht, dass es mattern würde, weil wir sowieso jetzt einfach noch eine Elektroenergie anlegen und wir haben gewonnen. Aber es war trotzdem fies. Und Thunderbolt. Good freaking bye. Das war ein Match. Das war auf jeden Fall ein Match. Das hätte schief gehen können. Aber wir können froh sein, dass Grille Nummer 4 so sehr auf Jinx versessen war, weil Jinx konnte uns natürlich nicht allzu viel. Das Mew hat uns am Ende dann doch nochmal kurz schwitzen lassen, aber naja. Dang it, I lost incredible! Ambition Booster Pack. Was für Ambitionen zeigst du uns hier? Dark Venusaur. Das hat nur 70 KP, das ist gar nicht mal so gut. Horrid Pollen. Defending Pokémon is now either asleep or poison, confused and poison or paralyzed and poison. Das ist wild. Lickitung ist das... Ja, es ist das gute Lickitung. Dieses Lickitung ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht, weil man mit 90 KP direkt 10 angreifen kann, egal auf welche Energie, und das ist so ein guter Deckfüller. Dark Gloom, Dark Pharaoh, Dark Persian, Drowsy. Nightmare, Long Distance Hypnosis. You may flip a coin if heads, the defending Pokémon is now asleep. Das ist fies. If tails, you active. Okay, es hat den Drawback, dass man sein eigenes Pokémon einschläfern kann. Zubat Ram. Und Bite. Super Scoop Up. Flip a coin if heads, choose one of your Pokémon and put it and all cards attached to it into your hand. Warum sollte man das nutzen, wenn es die bessere Variante mit Scoop Up selbst gibt? Das ist buchstäblich ein Downgrade. Oder werden da alle Energiekarten auf den Ablagestapel gelegt? Ich glaube. Anders kann ich mir das nicht erklären. Egal. Lost Isle. Okay, den habe ich übrigens auch. Dieses Booster habe ich übrigens auch bekommen, als ich Jean besiegt habe. Alakazam! Wow, nice. Die Pokéfähigkeit von Alakazam ist sehr gut. Zidra, Golem. Mhm, nice, nice. Machoke. Was ist dieses Artwork? Das ist so weird. Focus Blast. Flip a coin if heads, choose one of your opponent's Pokémon. This attack does 20 damage to it. Apply weakness and resist this normal. Warum ist das hinter einem 3-Energy-Angriff? Das heißt, man hat die potenzielle Möglichkeit, dass dieser Angriff fehlschlägt. Bei 3 Energie, das ist ein bisschen fies, das ist taxing. Flip a coin if heads, the defending Pokémon is now paralyzed. Mhm. Okay, okay, Squirtle. Alles klar. It was just a fluke, you know? But because you bested my toughness, take this coin piece. Ba, 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 ra, ba, ba, ba. You know what those coin pieces are for, right? You can travel to Grr Island if you collect all four Grr coin pieces. With the full coin, you may ride our airship at the island's port. That all depends on whether you're strong enough to beat us all. Well, see ya! Und tschüss. Okay. Das war ein Abgang. Hey, Ronald. Oh, hey, Fantas. Wow, so you beat two members of Team Grr already? I wouldn't expect otherwise from my destined rival. Fortunately, I've been amassing lots of cards myself. I've got a full deck now, let's have a duel.
Will you 6 prize cards if you win? I'll give you a rare card. Ronalds Cool Deck. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil ich das Deck nicht umgestellt habe, was wir verwenden. Na gut. Wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. Er hat 4 Pokémon direkt bereit. Oh Gott. Und er darf anfangen. Und er fängt mit einem Lapras an. Oh nein. Okay. Mewtwo kann eh noch nichts machen, also ist das nicht so schlimm. Uah. Ist das eine Fruchtfliege? Ich glaube, es ist eine Fruchtfliege, die hier rumfliegt. Machen wir erstmal Bill. Das sind 2 Karten. Eine Jinx, sehr schön. Dann Arcanine Psycrash machen. Aber das macht nichts, weil du keine Psy-Energie ausgerüstet hast. Surf. Das ist fies. Okay, unser Mewtwo ist jetzt effektiv useless, weil wir nicht schnell genug... Wobei, effektiv useless ist falsch gesagt. Aber ich glaube, unsere Priorität sollte sein, Jinx jetzt auszurüsten. Auch nicht so gut. Wir sind gerade in einer prekären Situation, in einer sehr prekären Situation. Okay, wir machen so, wir rüsten Mewtwo aus. Nutzen Switch für Abra. Und der fordern das. Und dann gehen wir in Jinx. Und dann starten wir Mewtwo noch um 1 aus. Beziehungsweise erst gebe ich Jinx 1, damit wir Jinx dahin bekommen, dass wir potenziell das Lapras danach one-shotten können. Sehr gut. Okay, 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 okay. Jetzt können wir nämlich das Mewtwo im Hintergrund noch weiter ausrüsten, während Jinx hier im Vordergrund erstmal die Stellung hält. Und hoffen wir einfach auf das Beste. Das sieht nicht gut aus. Naja, zumindest das. Mewtwo wird so oder so, sobald es reinkommt, das Lapras finishen können. Aber wir hätten es eventuell einen Zug früher besiegen können. Hätten wir weiter Glück mit Duplexit gehabt. Okay, die ganzen Elektroenergie sind gerade gar nicht so schön für uns, aber wir können, wenn wir zweimal Kopf... Okay, hat sich erledigt. Ich wollte gerade sagen, wenn wir zweimal Kopf bekommen, könnten wir Drowsy reinschicken und damit dann finishen. Das hätte mehr gebracht. So müssen wir natürlich riskieren, dass Mewtwo noch unnötig Schaden davon trägt. Und potenziell gegen was auch immer er auf der Bank im Hintergrund hat, draufgehen könnte. Ah, dieses Lapras, das war ein bisschen böse jetzt. Energy Retrieval, sehr gut, brauchen wir. Die Psycho-Energie ist nämlich dazu da, um Drowsy aufzustocken. Okay, ja, Tentacool. Okay. Und er hat ein Hitmonlee, was er da gerade vorbereitet. Und noch ein weiteres Lapras. Ach Gott. Roland, du bist ja ganz schön neu gerade. Naja, wir holen uns auf jeden Fall den Killer an Lapras. Hoffen, dass wir was Gutes bekommen. Jolteon bringt uns gerade ganz und gar nichts. Ja, und unser Mewtwo geht nächsten Zug drauf. Das ist gar nicht gut. Noch ein Drowsy. Oh mein Gott. Warum? Warum ziehen wir gerade so mies? Ja, damit haben wir Mewtwo verloren. Das Match sieht echt nicht gut aus für uns. Energiesuche, immerhin etwas, I guess. Aber wir hätten super nichts mit den Karten anfangen können, die wir als nächstes gezogen haben. Oder hätten. Ich gehe Risiko ein und rüste Drowsy noch um 1 aus. Wir können Confuse Ray machen, nicht, dass es mattert, aber... Ja. Damit haben wir es nämlich zumindest so weit, falls wir Hypno danach ziehen sollten, dass es direkt angreifen kann. Aber gleichzeitig kann er jetzt potenziell mit Doppelkick uns aus dem Leben nehmen oder Chansey reinholen, okay. Das ist gerade anders bescheuert, weil Chansey hat natürlich Resistenz gegen Psycho. Aber wir haben es zumindest confusen können. Das ist nicht schlecht tatsächlich. Confusion ist ein böser State. Wieso ziehen wir alle, buchstäblich alle Elektroenergiekarten, die wir haben?
kann ja nicht sein. Und warum ziehen wir nicht wenigstens Evoli oder Zapdos? Okay, Bill. Sehr gut. Brauchen wir. Oh, endlich reden wir miteinander. Elektabuzz. Okay, gut, 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 gut. Das heißt, unter Umständen kann ich Drowsy einfach rausziehen. Und kann dann Elektabuzz das machen lassen. Mhm. Psychoenergie. Weiter Elektroenergie auf Elektabuzz. Und Abra. Okay. Elektabuzz ist fertig. Wir können jetzt retreaten. Und holen den guten Blitzer hier rein. Und damit können wir jetzt ganz langsam Chansey besiegen. Pokémon Trader. Oh ja, bitte. Damit können wir uns nämlich tatsächlich ein Evoli holen. Und dann können wir auch Jolteon endlich vorbereiten. Wahnsinn. Okay, dieses Platzhalter Chansey, das sieht gerade gar nicht mehr gut aus. Ohne eine weitere Energiesuche, das gefällt mir. Da holen wir eine weitere Electric Energy. Mit der können wir Evoli ausstatten. Und du brauchst egal was für eine Energie. Okay, gut. Sehr, sehr gut. Das heißt, Jolteon haben wir nächsten Zug auch Battle Ready. Und Chansey ist, wenn er nichts tut, definitiv K.O. Er tut natürlich was. Er geht in Hitmonlee und er gab... Nein. Okay, ich habe gerade kurz Angst gehabt, dass du Evoli bzw. Jolteon rausholst. Aber damit kann ich natürlich auch leben. Weißt du was? Weil du das gerade gemacht hast, will ich dich dafür auch ordentlich punishen. Oh, wir haben Hypno gezogen. Sehr gut. Das heißt, Drowsy können wir jetzt auch nächsten Zug vorbereiten. Wir holen uns noch eine weitere Psy... Wir haben keine Psychoenergie mehr hier. Dann bleibt uns natürlich noch eine Electric Energy. Psyshock. Ah, schade. Aber immerhin 20 Schaden auf Hitmonlee. Egal, was ich mache, ist es nächsten Zug down. Ich frage mich... Achso, du hast noch... Okay. Ich wollte gerade sagen, wieso macht er keinen Rolling Kick? Das ist doch reliant, aber nein, er hat ja noch gar keine dritte Energie drauf. Gut, das war Abra, ist aber nicht so dramatisch. Wir können nämlich jetzt einfach in Hypno gehen. Mit Hypno haben wir den Vorteil, dass wir damage-technisch... Wait. Diese Energie. Dass wir damage-technisch einen Angriff auf die Bank machen können. Und damit können wir nach und nach das Chansey besiegen. Okay, er holt Tentacool rein. Fünf Wasserenergie. Fünf Wasserenergie, okay. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Was ist... Warum hast du 5 Wasserenergie auf deinen Tentacruel? Naja, was auch immer. Damage Marker auf Chansey. Und wenn... Wenn er jetzt mit Tentacruel drin bleibt... Ah, dann nicht. Okay. Wollte gerade sagen, dann können wir gemütlich das Chansey jetzt einfach aus dem Leben ballern. Aber das war nicht der Fall. Dann retreaten wir einfach. Ist kein Thema, dass wir jetzt die ganze Energie draufgehen lassen. Besser als unser Hypno hier einfach so sterben zu lassen. Und da würde ich sagen, gehen wir in Elektabuzz zurück. Und starten einfach unser Hypno weiter aus. Das spielt keine Rolle. Chansey ist down. Wir haben unsere Preiskarte. Und er holt Marshollo rein. Okay. Noch ein Chansey. Und Loki. Nur gut. Okay, okay. Bill zu spielen ist bei unserer geringen Deckzahl gerade gar nicht so gut. Wir haben nur noch 12 Karten im Deck. Gut.
Wir nutzen jetzt Energy Retrieval. Werfen das Elektabuzz weg. Holen uns zwei Psychoenergie zurück. Legen eine an Hypno an. Retreaten auf Hypno. Machen Dark Mind. Und machen... Es spielt keine Rolle auf wen. Aber einfach nur damit, falls er einen Trank ziehen sollte, wir vorbereitet sind. Machen wir das so. Okay. Energy Removal. Sehr schön. Oh, du hast mit Chansey gerade die bestmögliche Sache reingeholt, die du reinholen konntest. Für uns zumindest. Weil wir können nämlich jetzt zweimal Dark Mind machen und dann ist dein Tentacruel im Hintergrund ganz schön uncool gestorben. So, noch eine Damage-Marke auf Tentacruel und wir haben gewonnen. Ja, du kannst nichts tun, wir haben gewonnen. Nice. GG! Das war ein Match. Also ich habe wirklich gesehen, wie wir verloren haben. Full, ich habe Full Heal in dem Deck? Oh, den habe ich wahrscheinlich nicht rausgetan. Na egal. As expected, the cards I had gathered weren't quite enough. Well, I guess it was inevitable. Inevitable. Here, this card is now yours. Super Energy Retrieval. Trade two of the other cards in your hand for up to four basic energy cards from your discard pile. Stattlich. Anyway, if I dig up any new intel about Team Girl, I'll let you know. Alles klar. Das waren auf jeden Fall ein paar heiße Duelle, die ich heute gespielt habe. Und wie es dann das Ganze weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Team Girl, macht euch darauf gefasst. Ich bin vorbereitet und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.